Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mal aus dem Entertainment House in Hamburg. Erstens haben wir einen Markt besucht in der Yacht-Show auf Korsika. Zweitens war Gaststar Tom Lehl an Bord. Und drittens, für Sie ganz besonders heute, einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie eine Show entsteht. Aus Ungarn. Viel Spaß! Für alle Gäste, die sich besonders für Essen interessieren, für gutes Essen, bieten wir immer wieder Marktausflüge an. Da geht man mit dem Küchenchef zusammen auf einen lokalen Markt, kauft die Waren ein und am Ende wird sogar was draus gekocht und man kann es direkt essen. Das haben wir gemacht auf Korsika. Gucken Sie mal. Herzlich willkommen in der Yacht-Show. Heute zum Marktausflug. Liebe Gäste, ich begrüße Sie und es wird heute hoffentlich sehr, sehr viel geben beim Markt. Ich würde sagen, ich nehme Sie einfach mal mit. Los geht's. Du Kilos de Espadon. Heute in der Fischhalle nehmen wir den Catch of the Day wirklich persönlich. Du musst aufpassen, dass sie dir nicht aus der Pfanne hüpfen. So, mal das gute Zeug verstecken. Soll ja nicht jeder wissen, was es heute Abend gibt. Ist ja quasi eine Überraschung. Also, weiter geht's. Also, wenn wir verloren gehen, ne, wir haben Proviant. Tschüsschen. Lecker. Auch um die Uhrzeit. Zwei typisch korsische Spezialitäten. Das eine ist vom Rücken, das andere vom Nacken. Das ist der Lonzo, das ist der Koppa. Einmal Schweinrücken und einmal Zacken. Sehr lecker. Voll super. Ne, wir sorgen uns ja um unsere Gäste. Das heißt, es gibt auch was Gesundes. Der Vitaminhaushalt muss stimmen. Ja. Schmeckt nicht zu öko, die schmecken echt lecker. Wir haben so viele typische Sachen gesehen, die hier auf der Insel ganz, ganz wunderbar sich darstellen. Und man kann nur zufrieden sein mit den Dingen, die wir heute erlebt haben. Und ich sage ganz offiziell Brezelgruppe aus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Der Marktausflug war sehr, sehr ergiebig. Und wir werden das heute natürlich schön kredenzen im Restaurant. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben und die Sachen kochen. Auf geht's. Ja, jetzt haben wir hier die Vorspeisenvariation vom Markt Ayacho. Guten Appetit. Gaststar Tom Lehl war an Bord und die Kinder waren so richtig begeistert, sind ganz viele gekommen und haben mit ihm zusammen getanzt. Bitteschön. So, mein Name ist Tom Lehl, ich bin vom ZDF Kika und ja, bin der Mitbegründer vom Tanzalarm. Und deshalb bin ich netterweise eingeladen worden, um die Kids hier an Bord so ein bisschen in Tänzer zu transformieren. Das heißt, wir machen so zwei Tanzalarm-Workshops und am Ende gibt es ein Mini-Konzert. Darauf bereite ich die vor und ich freue mich schon richtig, denn ich glaube, es wird richtig abgehen. Der erste Workshop war schon super, mega voll und jetzt brauchen wir schon größere Räumlichkeiten, um den zweiten Workshop machen zu können. Ich kam zum Kika damals, weil ich einen Anruf bekam, wegen meiner lustigen Frisur mit der Brille und die fragten, ob ich Lust hätte, da etwas zu machen. Ich hatte 3 Minuten Zeit und das hat mir dann so einen Spaß gemacht, ja, gerade mit Kindern, weil Kinder sind ehrlich. Mit Kindern macht es riesen Spaß zu arbeiten, die sind sehr wach und haben noch Träume und ja, erfüllen einen sozusagen. Ich habe ja selber auch 4 Kinder, 1 davon sitzt hier. Und ja, mein Leben ist halt für Kinder was zu tun. Denn wir wissen ja, gut, das ist ein altbackener Spruch, aber es heißt, sie sind halt die Zukunft. Es ist halt so. Und wenn man sie dann schön prägt, ein bisschen verzaubert auf ihrem Weg im Leben, dann macht man, glaube ich, was ganz, ganz Schönes. Und ja, so denke ich, deshalb tue ich das und das von Herzen. Mir gefällt es gut, weil es super viel Spaß macht. Das Allerschönste ist, dass man auch auf der AIDA was lernen kann. Und was haben wir gelernt? Kartoffelpommes! Also. Und jetzt habe ich für Sie was ganz, ganz, ganz Besonderes. Den ersten kleinen Einblick in die Produktion einer neuen fantastischen Show. Hallo liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier
im Ungarn, im Nationalradio-Gebäude. Gerade stehe vor der Tür von Studio 22, wo etwas ganz Spannendes gerade aufgenommen wird. Eine spezielle Show für Sie. Aber was sage ich? Kommen Sie rein. Das wirklich live zu haben, ist was total anderes. Man Gänsehaut hat, wenn man darin sitzt und hört 25 Streicher. Und das ist ein ganz berühmtes Studio in Ungarn. Das funktioniert seit 1950 schon. Die Equipment ist nicht von 1950. Das ist super Spitzqualität hier. Okay. Das wird viel mehr berührend als mit einer computergenerierten Musik. Und ich weiß, Sie haben lange darauf gewartet. Jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf aida.de oder kommen Sie zu uns ins zweite Büro. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst von Palma de Mallorca nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Nach einem Stopp in Livorno geht es auf nach Frankreich. Wir besuchen Marseille. Wir fahren weiter nach Barcelona und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und zum Schluss, ich weiß, Sie haben drauf gewartet, die Bilder der Woche. Bitteschön! Yeah.